Ja, genau, Boah, so stark. Nagakura taucht halt auf und der hat halt einen Pesthauch, das ist eine Krankheit. Und diese Krankheit verbreitet sich eben durch ihn und diese Krankheit macht ihn halt auch aggressiv. Der greift dann dieses Dorf an, in dem leben aber nur Rider. Und diese Rider, das sind quasi keine richtigen Jäger, sondern die sind Friends of the Monster, so quasi. Und die ziehen die auf und leben mit denen zusammen. Und dieser Nagakura greift aber an und der zerstört halt das Dorf und tötet dann unter anderem die Eltern von einem deiner Freunde. Und eigentlich darfst du das Dorf nicht verlassen, weil jeder Rider quasi automatisch daran gebunden ist. Sobald du quasi diesen Bindungsstein bekommst, das ist der Bindungsstein, der ist halt quasi dazu da, dass du. Ines. Hallo Ines. Dieser Und Bindungsstein hat ist. Forrester gestern, Forrester? Geforest? Sons of the Forest. Genau, hat es gestern noch Spaß gemacht? Bist du dann wieder reingekommen? Wir haben gesehen, wie es dich Durch den Boden durch gebackt den hat. Boden gebackt hat. Genau. Ja, jedenfalls, dieses Monster hat dann alles zerstört und du bist ein Rider geworden und der Rider, das ist im Endeffekt das gleiche wie Pokémon, nur dass du keine Pokébälle hast, sondern du sammelst Eier ein und aus diesen Eiern schlüpfen diese Monster, die nennt man da Monsties und mit denen kann man dann quasi die Welt bereisen. Genau. Es ist auch so ein Sammelding, also du sammelst quasi, sammelst sie alle, schnappst sie alle mäßig. Ja. Ja, und die Geschichten macht dann auch wieder im Game. Ja, cool. Schön, dass es dann noch funktioniert hat. Ja, und jetzt suchen wir einen, ja, einen Obdachlosen. Nee, Quatsch. Bin Eremiten. Genau, einen Typen. Okay. Miau, es ist hier wohl ein. Hab's nicht weggemacht. Okay, das ist also, ja, genau, hier ist der Schnellreisepunkt, ist das quasi. Die Palikos tun uns dann Abholen mit der. ja. Genau, hier, man sieht hier, der kann auf dem. Das ist ein. Wie heißt das? Ein Ja. Garuga. Ja. Den kann man riden. Da ist ein Pepe. Genau, jetzt hier ist der Kampf. Ne? Also, wir sind jetzt von hinten rangegangen, deswegen sind wir quasi mehr Belohnung. Nein, der Rückangriff ist wie ein Hinterhalt. Wir werden quasi angefangen, jetzt mal die Möglichkeit anzugreifen. S-Rang. Hä? Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Die Verbindung hat's unterbrochen. Wieso? Das weiß ich nicht. Das machst du mal wieder auf. Ja, bin dabei. Du musst auf den Pfeil da drücken. Ja, bin dabei. Manny. Von Ice Age. Ja, schon, Manni, stimmt. Manny wird der ausgesprochen. So, also wir wissen auch nur, wie oft das passieren wird. Ich hoffe, das wird nicht allzu oft passieren, aber es war jetzt relativ lang, aber zum Glück. Voll schade, die ganzen 6 Stunden hat es nie was gemacht und jetzt Ja, schon wieder. schon, die ganzen 6 Stunden nicht einmal, da war eine Kiste. Wo? Aber hinten war es fast draufgelatscht. Oh, und das ist das Coolste. Schau mal. Das ist ein kleines Pugi. Und die Pugis sind auf der ganzen Welt versteckt. Und die kannst du sammeln. Genau, die Monster leveln auch. Also die Pokémon eben werden immer stärker. Und wenn du, glaube ich, alle 10 Pugis kriegst du irgendeinen Gegenstand geschenkt. Irgendwas geschenkt. Echt? Ja. Ach stimmt, du kriegst, glaube ich, also wir kriegen als nächstes, glaube ich, einen Navi-Anzug oder so. Genau, das war's. Navi ist übrigens unser Palico, der uns auf der Schulter sitzt. Naviru. Navi. Und der begleitet uns. Genau.
Also diesen, diesen. Ah genau, hier ist auch so geil, Jelly, weil es trocken genauso wie in den anderen Monstern gespielt. Du erreichst quasi durch die Monster und durch die Gegner kriegst du. Schon, ja. Also ich kann es auf zwei stellen, aber langsamer würde ich es nicht reinhauen. Ja, und du kannst halt auch aus jedem Monster noch zwei genau wie in diesem Monster. Es zieht sich zurück. Jetzt kommt was Cooles, weil jetzt kommt die Monsterhöhle. Und da können wir jetzt ein Pepe-Ei rausholen. Pepe war entdeckt. Schau auf die Karte. Unten. Hier hin. Nein, nein, nein. Schau mal da. Noch da rechts. Ja, ja. Weiter, da. Ja, aber ich weiß nicht, was es ist. Das ist ein. Ich weiß nicht, wie da ist. Perfekt, dass du das sagst, dann kann ich das Spiel ein bisschen leiser machen. Das Witzige ist, ich wollte dich nämlich eh eigentlich noch fragen, aber ich hab's verstanden. Verschneit. Einfach. Stärke-Nährmittel habe ich erhalten. Stärke-Nährmittel? Wie ist es jetzt, Jolly? Ist besser oder noch ein bisschen leiser? Farbbeere? Was ist das denn? Aber blaue. Oh, ich hab so Bock auf dieses Spiel. Na, wie heißt das? Na-ha-pa. Ach, schau mal. Wir sind beide unterkühlt. Wir haben beide so einen Temperaturteil an unseren. Weil es so cold ist. Der Nabra greift dich an. Der Kühe ist eingefroren. Ja, warte, ich mach mal langsamer. Bräuchte ein Heißgetränk. Jetzt gibt's 100 Brot auf. Oh, achso, Konfrontation. Jetzt sieht man es hier ganz interessant. Es gibt aber nicht nur die normalen Angriffe, sondern es gibt eben auch diese. Also normale Skills, die man auch lernt mit dem Level-Ups und so. Und jedes Monster hat auch eigene Skills. Zum Beispiel auch Fähigkeiten für Vorankommen. Vorankommen. Du hast auch kurz dran gedacht, ne? Wir spielen übrigens mit dem Großschwert. Überraschung, Überraschung. Wir hatten aber auch eigentlich nur eine weitere Wahl bis jetzt. Und zwar Schwert und Schild gehabt. Genau. Aber sind wir mal ehrlich, ne? Bleiben wir beim Großschwert. Für mich zumindest. Erstmal. Ich würde schon sagen, dass wir später mal auch nicht ganz wechseln, aber halt die anderen Waffen auch benutzen. Hey, es gibt ja einen Dudelsack auch noch. Ja, das stimmt. Aber ich fange jetzt nicht an, Schwert und Schild zu spielen. Perfect Rush. Warum leuchtet das so mit den Sternen? Das hat eben so geleuchtet. Was hat er denn gemacht? Spritzt er sein Insektensekret in Young Cuckoo's Face. Ekelhaft. Das siehst du? Die leuchten. Ja, wahrscheinlich, weil die einen Buff haben durch die Kälte. Schätze ich mal. Also die sind auf jeden Fall irgendwas, das verstärkt. Sieht ja auch beim Leben das blaue Ding. Boah, es ist ja echt ätzend, ne? Weg. Aber auch bei mir. Okay, top. Gut. Und ich würde sagen, der Jolly darf dann unser erstes Ei sehen. Ja, würde ich auch sagen. Aber wir sagen dir gleich Bescheid, wann du entscheiden musst. Wir müssen erstmal Höhle machen. Mr. Jolly. Du gehst gerade zurück. Oh mein Gott, ehrlich? Ja.
Du bist gerade wieder rausgegangen. Du Lacker. Hikis. So, nochmal neu. Ach, damit. Ich kämpfe jetzt nicht nochmal gegen die. Nee, fette, fette Tomate. Sätze, von denen du nie gedacht hast, dass du hören würdest, dass du entscheiden darfst. Das erste, du darfst das erste Ei entscheiden. Ach, Mann. Ja, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich liebe das. Mhm. Ja, das ist nämlich so. Man kommt jetzt zu dem Nest dieses Monsters. Und da oben sind jetzt Eier. Und man gräbt die aus. Das Problem ist, man weiß nicht, wie viele Eier das sind, aber es sind immer so zwischen einem und fünf, glaube ich. Und du kannst quasi sagen, dieses Ei finde ich gut. Also durchschnittlich sind es drei oder vier. Dieses Ei ist jetzt zum Beispiel gut, das möchte ich jetzt behalten. Oder du sagst, ich grabe nochmal. Das Problem ist, irgendwann kannst du nicht mehr graben. Das bedeutet, irgendwann wird das das letzte Ei sein und du weißt aber im Vorhinein nicht, wann. Nee, spiel mit Touch. Also auf dem Handy. Da rechts ist noch was. Mach mal den Pepe vorher weg. Alter! Hat er gesagt. Dammit, der hat gewonnen. Egal, ist nur ein Pepe. Boah! Achso. Nee, das unterstützt leider keinen Controller. Ist aber wirklich auch nicht so schlimm. Also der Port ist echt super. Gerade durch den Touch eben. Das ist ja auch im 3DS, da war ja auch alles mit Touch so ein bisschen. Deswegen ist das vollkommen okay. Oder stört dich das? Also mich hat das bei dem Spiel irgendwie nie gestört. Ja. So, Jolly, jetzt kommt ja der Moment der Augenblicks. Der Moment des Augenblicks. Das, also dieses riecht nach gar nichts, das wird jetzt bei jedem Ei erstmal dran stehen. Okay. Wahrscheinlich. Weil wir keine besondere Höhle gefunden haben. Aber würdest du dieses Ei nehmen oder würdest du nochmal gucken? Da ist jetzt eigentlich nur anscheinend Farbe und Musterung. Sprich dich braun-gelb an. Ja, sprich dich das Muster und die Farbe an. Genau, also das Muster wird wahrscheinlich. Nochmal, okay, machen wir. Oha. Machen wir nochmal? Machen wir nochmal, ja. Achso, wir haben einen Pepebau. Wir haben einen Pepebau. Ja, deswegen kommen nur deswegen diese kommen nur Pepe. Aber lassen wir Jolly mal entscheiden, ob wir einen Pepe nehmen oder ob wir einen Pepe nehmen. Sollen wir einen Pepe oder einen Pepe nehmen, Jolly? Jolly, du musst bei einer anderen Höhle entscheiden. Ja, das war jetzt eh das Letzte. Wir sind in einer Pepe-Höhle, ich hab's vergessen, tut mir leid. Und ich habe einfach nicht mitgedacht, weil ich da Daniel bin. Ja, normalerweise sind ganz viele verschiedene Eier, aber der eine Pepe ist ja geflüchtet und dadurch entschieden der Bau und deswegen haben wir jetzt einen Pepe gefunden. Genau. Rare Pepe. Genau. Also ja, dann spielen wir mal noch ein bisschen weiter. Was geht da? Das sind so Samitos heißen die. Und die sind voll geil. Ne, das sind Samit und Samitos ist der große, glaube ich. Also die Riesenmonster sind davon. Oh, die sind aber schnell down. Mhm. Level up. Le Woop. Level 10. Schau mal. Wir haben eine neue Trophäe. Was ist das denn? Da ist ja so ein. Opa. Hast du es nicht gesehen, ne? Nee. Hast du es auch nicht gesehen? Schade. Ja, ist nicht so schlimm. Dort ist eine Höhle.
Die führt doch den ganzen Berg richtig, aber wo, also worauf warten wir? Also eigentlich geht es darum, dass wir in so eine Stadt wollen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Es ist schon wieder. Schau doch da hin. Warum siehst du das denn nicht? Ja, weil ich auf den Bildschirm Ja, aber das ist doch ein gucke. Riesenfernseher. Warum macht es das? Ich weiß es nicht. Safe, weil unser Internet nicht so super ist. Das hat nichts mit Internet zu tun. Warum braucht es dann WLAN und Bluetooth? Weil WLAN die Übertragung ist. Das Problem ist aber, dass der. Super. Dass der ja auch so über den WLAN drin ist und über den LAN und so. Das hat nicht Verbindung funktioniert. fehlgeschlagen. Überprüfen Sie Abbrechen. Ihre WLAN. Ja. Abbrechen. Mach das bitte. Nochmal. Ich will jetzt aber dieses Spiel spielen. Drück da drauf. Doch jetzt. Das hat er gerade eben auch schon gemacht. Aber das dauert zu lang. Kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Das ist jetzt schon wieder super sad. Nee. Wo ist der? Ach, der Controller liegt da drüben. Der hat. Echt dumm, wenn das so oft passiert, ne? Ja. Wir können das halt auch noch anders machen, ne? Wir machen das anders. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir werden das jetzt. Was ist jetzt los? Ja, nicht? So, wenn es jetzt nochmal abbricht, dann. Werden wir den Stream beenden Ja. und dann mache ich das anders. Red mal kurz. Ja, ich tue den Katzer-Warnstand einsammeln. Und, jo. Ich gehe, bevor wir durch die Höhle gehen, hoppala, schaue ich noch kurz nach hier hinten. Stürmt da nicht, was? Stürmt da nicht wie ein Bullfango rein, Kobelin. Wir kommen später wieder. Achso, ich darf da nicht lang gehen. Ja. Dann gehe ich kurz in die Höhle rein. Das ist schrecklich. Es ist hier drin sogar kälter als draußen. Es ist fast schon zu kalt für dich und dein Monster, um zu kämpfen. Ah, okay. Jetzt wird die Erfrierung erklärt. In Eishöhlen ist es sehr kalt. Dadurch kannst du Kampfrunden verpassen. Verwende daher ein kälteliebendes Monster oder benutze heißen Nebel. Ja, steht aber nicht dran, wie ich es mache. Mia, etwas hat sich in der Luft geändert. Wir sind hier nicht allein, Kumpelin. Ja, aber ich kann ja jetzt noch kein kälteliebendes Monster verwenden. Ja. No, geh weg. Ja. Ja. Also wir haben schon Abhilfe geschaffen. Wenn das jetzt wieder abbrechen sollte, dann. Ja gut, gib her. Okay. Ja, nee, ich muss das ein bisschen anders machen. Ich schalte den Stream mal nur kurz in den Keiner kann was sehen Modus. Moment. Ja, zum Glück haben wir das Teil, gell? Ja, aber ich brauche Ewigkeiten mal. Es scheint die Sonne wieder. Ja, Es hat vor stimmt. Ewigkeiten mal geholt. Ich sammle hier einfach mal den Stuff ab, den jetzt Eiskristalle und so, weißt. Honig, Eiskristalle. Oh, da ist ein Pookie! Das muss ich noch aufheben. Vielleicht will das Jolly sehen. Aber den Honig und die Schatztruhe werde Steck ich es mal noch. rein.
Ah, das